Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Licht und Finsternis mit John McCloud und Riku94, also mit mir. Und ja, der John hat sich hier letztes Mal in diesem recht merkwürdigen Wald etwas näher umgesehen. Ne? Hier war er schon, da war, oben waren die Blumenmädchen. Und ja, sorry, dass gestern kein Part von mir kam. Ja, meine Tante hatte Geburtstag und da wäre es ja ziemlich blöd gekommen, hätte ich einfach mal aufgenommen. Wow! Hallihallöle. Ihr wollt mich nicht mitschwimmen lassen? Habt ihr die Blumenmädchen gerade eben noch gesehen? Moment, Moment. Nochmal. Ja, das sind die. Tierram, Tierram, Tierram. Wenn ich wieder neue Schätze gefunden habe, müssen wir unbedingt nochmal spielen. Auf jeden Fall. Und ja, dafür, dass gestern kein Part kam, wir sowieso schon im Verzug waren, dachte ich mir, komm, heute mal zwei, morgen dann einer und dann ist wieder John McCloud dran. Okay, das hier ist ein neues Gebiet, das ist eine neue Blumenfrau und was hat sie uns zu sagen? Der Blumentransporter ist leider krank. Du meinst, die Blume, die einen den Berg hoch teleportieren kann, oder? Ja, die Blume, die ihn mit Lebensenergie versorgen, sind plötzlich aggressiv geworden. Ich dachte, ihr Blumenfrauen könnt die Pflanzen besänftigen. Können wir auch, aber dafür brauche ich die Borkenharfe. Und die kann ich nicht holen, weil ich ja hier bleiben muss, um den Leuten zu sagen, dass der Blumentransporter nicht geht. Gott, der Tierram weiß schon genau, worauf das hinausläuft. Dann holen wir einfach diese Borkenharfe und besänftigen selber die Blumen. Oh, das wäre nett. Die Borkenharfe liegt auf einem kleinen Hügel. Ihr könnt mit einer Polle hier rauffliegen. Mit einer der Pollen. Gott, ich kann auch nicht mehr lesen. Der Abend schlecht aus der Übung. Gut, ja. Und ich kann mir schon denken, wo das sein soll. Genau. Hier dieser Aussichtspunkt, den John schon letztes Mal gesehen hat. Diese Polle könnte mein Gewicht tragen. Gut, dann fliegen wir mit dem Mistding mal. Und landen. Ja. Borkenharfe gefunden. Oder? Ah, wir können gleich hier runter. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder hier hinten. Ach Gott, ich habe das Item ja gar nicht gesehen hier oben. Tja, John bestimmt auch nicht. Okay. Ach so, ja, jetzt sind ganz aggressiven Blumen hier. Bruder. Nette Musik. Muss man echt sagen. Und komm, Blume, sei wieder freundlich. Jawohl, die Blume ist freundlich. Jetzt noch zu den anderen gehen. John hat die meisten ja schon gefunden. Dann noch. Okay, muss jetzt jedes Mal warten, bis diese Melodie fertig ist. Aber ist schön gemacht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, in welchem anderen Spiel kommt man auf solche Ideen, dass man böse Blumen mit einer Borkenharfe besänftigen soll, um weiterzukommen? Hm? Nennt mir auch nur ein Spiel, in dem so etwas vorkommt. Tja, also, Licht und Finsternis trumpft mal mit originellen Ideen auf. Hier gibt es eben keine Blumen mehr. Nope. Also, hier lang, hier gab es doch auch noch einen irgendwo. Oder? Nö, hier nicht. Okay, dann eben hier. Hier hätten wir noch eine böse, böse. Ja, sehr schön. Gut, dann fehlt, glaube ich, sogar nur noch eine. Und die war hier oben bei dem Baden-Blumenmädchen. Ich will mit baden. Bitte. Blöde Zick. Ach, da oben. Okay. Lass mich durch. Jut, jut. Ich glaube, das waren jetzt alle. Gehen wir wieder zurück zu der Blumenfrau. Mal gucken. Und jawohl. Nun geht der Transporter wieder. Vielen Dank. Dann, nee, du. Ach, verdammt, ich wollte noch speichern. Aber das ist jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Diese Endfight hier. Egal, wir stehen auch gut da. Ah, ja, John hat ja die Gruppe umgestellt. Taria, Tiaram und Victor. Gut, also mal eben ein kleiner Bossfight.
Victor, warte mal, hat der einen Talisman? Oh, nix. Ah, Mist verbraucht. Danke, John, danke. Gut, aber komm, die Gegner schaffen wir doch. Taria greift an. Und wir werden mal wieder ganz, ganz dolle viel zaubern. Oh, Victor. Nein! Dann nicht du, Tierram. Egoistische Sau. Victor, hast du Amethyst? Jawohl, sehr schön. Auf dich selber. Tierram, das geht ja mal gar nicht hier. Hast du Amethyst? Nein! Egal. Du wirst aber eben ein Item werfen. Geldmorchel. Das brauchen wir jetzt. Gut. Oh, ganz vorsichtig. Du heilst Taria. Und dir, Ram, jetzt kommst du. Flammenwirbel. Angriff 100 auf alle Gegner. Ah, ein wunderschöner Schaden. Ja, macht ruhig weiter. Schlaf, danke. Egal, dann du wieder Flammenwirbel. Und steht da so viel. Schön viel Schaden. Victor, heilt sich? Ja, solange Notarka zum Schlafen bringt, ist alles gut. Tja, komm, verdammt. Werfen wir mal noch eine Geldmeuchte. Wir haben ja genug davon. Victor heilt mal wieder sich. Nein! Nicht der. Okay, dann. Du Lebenskraft stehlen. Kann ja nie schaden. Selbst so ein bisschen healen. Victor, du. Schützwand Hellebardenwurf. Das machen wir doch gleich mal. Oh ja, 79 ist ein schöner Schaden. Ja. Taria, du, ja, Zauber bringt bei dir gerade nicht viel. Windrim heißen diese Viecher. Du greifst einfach mal an. Victor, du genauso. Ah, Missangriffsschaden ist nicht so dolle. Ja. Taria, du greifst an. Tierram, du machst endlich mal wieder deinen Flammenwirbel. Jawohl. Und Victor, du solltest Tierram heilen. Taria greift an. Ah, komm. Nee, jetzt schläft Taria wieder. Egal, Tierram haut. Nein, kein Flammenschlag. Ein Flammenwirbel raus. Jawohl. Der Kampf sollte schnell vorbei sein. Victor mit einem Hellebardenwurf. Ja, ich weiß, wir sollten es ja eigentlich hier heilen, aber. Oh, Taria wird jetzt geheilt. Okay. Und danach Victor. Ja, sehr schön. Wow. Ah, du sammelst einfach mal. Victor greift an. Ei. Die macht so viel Schaden. Das tut doch weh. Wie dein Flammenwirbel kommt. Schon lange können die doch nicht mehr stehen, oder? Ah. Victor greift an. Der Tag ist endlich auch mal wieder da. Oi. Immer stopp auf dich selbst. Noch wird Taria geheilt. Da. Okay. Ziemlich spannender Kampf gleich beim ersten Part hier. Taria, du greifst an. Komm, bitte geh down. Jawohl. Taria. Was machst du jetzt schönes? Flammschlag. Taria, du. Stiehlst ihm Lebenskraft.
bringt kaum was, aber was soll's. Victor, du setzt deinen Hellebardenwurf ein. Und, oh, er steht immer noch. Verdammt. Okay, Tiagram kann gerade nicht zaubern, er greift einfach mal an. Und wir haben's geschafft. 60 EP erhalten. Tiagram hat nächste Stufe erreicht. Lea hat nächste Stufe. Selena hat nächste Stufe erreicht. Jawohl. Gut, dann gehen wir erstmal zum Speichern. Ich will wirklich nicht drauf gehen. Gut. Also, damit hätten wir den Wald abgeschlossen. Oder gibt es hier oben irgendwo Items oder so? Hier nicht. Ja. Und hier auch nicht. Okay. Also, dann gehen wir weiter. Mal gucken, was uns hier erwartet. Siehst ziemlich erschöpft aus, Selena. Nein, alles in Ordnung. Wir können ruhig weitergehen. Eine kleine Pause kann trotzdem nicht schaden. Was denkst du, Tiara? Meinetwegen. Was hältst du von einem kleinen Bad, Selena? Dort hinten habe ich einen großen See gesehen. Lieber nicht. Es ist unschicklich für eine Priesterin, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden. Ach, was soll's. Und was ist mit dir, Taria? Ich habe im Moment keine Lust dazu. Na gut, dann gehe ich allein. Wie weit ist es noch bis zu diesem See? Es wird noch ungefähr 2 Tage dauern, bis wir ihn erreicht haben. Er liegt in der Nähe Rongards, jenseits der Bernsteinwüste. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es jemand gelungen ist, den Tempel unter Wasser zu bauen. Nur Prima selber kann so ein Wunder vollbringen. Wisst ihr überhaupt, wie man in diesen Tempel reinkommt? Nein. Aber irgendein Weg wird es schon geben. Und wenn nicht, dann werde ich mir einen schaffen. Ja. Ho, ho, ho. Wenn du sowieso hier bist, dann kannst du auch gleich mit ins Wasser kommen. Musst du mich denn so erschrecken? Ich wollte auf dich aufpassen. Man kann ja nie wissen, was hier alles so über ein, was einem hier alles über den Weg läuft. Natürlich. Was anderes habe ich auch nicht gedacht. Kommst du denn ins Wasser? Nein, das ist nichts für Dämonen. Hilfst du mir dann wenigstens raus? Wenn es dir nichts ausmacht. Platsch. Das ist überhaupt nicht witzig. Oh Gott, sind die beiden süß. Alles ist hier so ruhig und friedlich. Keine Spur von dem, was unsere Welt bedroht. Als ob Primas die Blumenfelder unter seinen persönlichen Schutz gestellt hat. Diese Möchtegern-Gottheit hat bestimmt nichts damit zu tun. Du bist also auch eine von denen, die sich von Primas abgewendet haben. Nein, ich habe nie an ihn geglaubt. Mehr noch, ich verachte ihn sogar. Dieser Bastard schuld daran, dass ich... An was soll er schuld sein? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, mich länger zu verstellen. Es wird Zeit, dass ich Tiagram ein bisschen Arbeit abnehme und ich verdammte Menschen aus dem Weg räume. Was? Ja, du hast schon richtig gehört. Wir beide sind Dämonen. Ihr werdet es nie schaffen, uns daran zu hindern, das Bannfeld zu durchbrechen. Ich werde euch lieber töten, bevor ihr uns nachher noch in die Quere kommt. Ach ja, erwartet nicht, dass der alte Sack hilft. Der schläft tief und fest. So schnell lasse ich mich nicht besiegen. Vor allem nicht von einem Dämon. Und was jetzt? Ah! Oh Gott. Das wird sie wohl nicht überlebt haben. Jetzt muss ich nur noch um den alten Sack kümmern. Was ist mit mir? Und wo ist Selena? Keine Angst. Dort, wo sie ist, wirst du auch bald hingehen. Was soll das bedeuten? Du hast sie... Ihr Menschen seid so dumm. Habt die ganze Zeit nicht gemerkt, dass Tiaram nicht Dämonen sind. Ich hatte schon immer ein komisches Gefühl bei dir. Aber ich habe Tiaram vertraut. Du bist... Dann bist
bist du noch dümmer als ich dachte. Und jetzt mach dich bereit, deinen geliebten Primas gegenüberzutreten. Da muss ich dich enttäuschen. Weder halte ich etwas von Primas, noch habe ich jetzt vor zu sterben. Oh Gott, wird das spannend hier. Selfie! Der Wind hat aufgehört. Es war zu riskant, den grünen Wirbel zu sprengen, aber anscheinend bin ich noch an einem Stück. Ein Mensch. Also bin ich auf der Oberwelt. Ciara. Oh, nein. Das ist nicht nice. Oh, da bahnt sich doch etwas an. Ciara! Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe nicht, was du meinst. Deine neue Freundin, ich versuche dich umzubringen. Was? Bist du verrückt geworden? Du willst mir doch nicht ernsthaft weismachen, dass sie die Menschen etwas bedeuten. Außerdem werden sie niemals zulassen, dass wir das Siegel brechen. Wird Zeit zu verschwinden. Du sollst es besser auch tun. Selena! Die Frau hat also recht gehabt. Du lebst ja wirklich noch. Als Mensch siehst du sogar noch erbärmlicher aus als in deiner Dämonenform. Selfie! Ich dachte, es ist dieser grüne Wind, der dich in Stücke gerissen. Aber du hattest anscheinend mal wieder Glück. Wieso bist du, Bastard, auch auf die Oberwelt gekommen? Und gib mir gefälligst mein Schwert wieder. Du meinst Kaltstahl? Was kann ich dafür, wenn du das Schwert so unachtsam wegwirfst? Bei mir ist es sowieso besser aufgehoben. Ich werde nicht zulassen, dass du es schaffst, das Bannfeld zu durchbrechen. Deswegen bin ich hier, um dir zuvorzukommen. Was hältst du von einem kleinen Wettrennen? Wer von uns beiden schafft es wohl zuerst, das Siegel zu erreichen? Warte, du verdammter Bastard! Hat er die Wahrheit gesagt? Willst du wirklich das Bannfeld brechen? Nein, ich... Ich hab dir wirklich vertraut. Verschwinde lieber, bevor ich die Beherrschung verliere. Oh Gott. Tiere. Oh, das ist nicht toll. Überhaupt nicht toll. Und sorry, dass ich überziehen muss, aber... Das wurde auch Zeit. Was willst du noch von mir? Noch mehr Probleme machen? Die Menschen sind doch egal. Was kümmert es, wenn sie nun alle wissen, dass du ein Dämon bist? Du bist doch sowieso nur mit ihnen gegangen, weil dir diese Schlampe so viel bedeutet. Hör auf, so über sie zu reden. Und lass mich endlich alleine. Oi. Das war ganz schön dumm von dir. Wärst du nicht weggelaufen, dann hättest du ihnen alles erklären können. Denn ohne Freunde ist deine Mission jetzt schon gescheitert. Ihr schon wieder! Ich bin absolut nicht in der Stimmung für eure dummen Scherze. Sie haben aber recht. Du hast ja eindrucksvoll bewiesen, wie sehr ich mich auf dich verlassen kann. Ich wollte dir nur helfen. Ach ja? Falls du es noch nicht gemerkt hast. Die drei sind meine Freunde. Gewesen, zumindest. Vielleicht werde ich es ohne ihre Hilfe wirklich nicht schaffen. Aber ich habe keine andere Wahl, als weiterzugehen. Und ich komme mit. Ich verspreche dir im Namen von Asmodeus, dass ich dir nie wieder in den Rücken fallen werde. Ein zweites Mal würdest du auch nicht überleben. Ist er nicht süß? So ein großes Herz. Tja, und schon wieder hat sich die Gruppe aufgeteilt. Ein neuer Plot hat angefangen. Ja, und wir bekommen hier eine Heilknolle. Und gut, das war's dann für diesen Part. Lichtfinsternis, den ich leider etwas überziehen musste. Wir sehen uns dann gleich wieder, denn nachher kommt auch schon der nächste Part von Licht und Finsternis. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.